Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Letzte Woche gab es ja das Unboxing zu diesen CSGO-Style-Balisong-Trainern von Burghammer. Heute wollte ich euch mal ein Zweiteindrucksvideo machen. Also ich habe ja jetzt mit denen ein wenig geflippt und einige Dinge sind mir bereits aufgefallen. Zum Beispiel bei dem hier hält das Springlatch nicht mehr. Warum das so ist, das zeige ich euch dann später gleich. Aber ich würde sagen, wir flippen jetzt mal. Was ich noch sagen möchte, im geschlossenen Zustand als auch im offenen liegen die richtig toll in der Hand. Also da darf man wirklich nichts kritisieren. Aber wie schaut es nun mit dem Flippen aus? Wie ihr seht, es ist möglich, aber es braucht ein klein wenig Geschick. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die unbedingt für komplette Neulinge geeignet sind. Aber das Flippen macht Spaß. Einige Tricks, wie zum Beispiel Joker Fan, die sind quasi fast nicht möglich. Ich glaube, ich habe es bis jetzt nur einmal so richtig gut geschafft. Aber vor allem für so Sachen wie Twirls, so Full Twirl, Scissoring oder auch so Dinge wie Behind the Eight Ball laufen die richtig, richtig gut. Also so schlecht sind die gar nicht. Ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das war mal eine Landung. Wie ihr seht, es braucht Geschick. Also das steht außer Frage. Aber wenn man es mal draußen hat, das Flippen mit denen macht schon Spaß. Wie gesagt, alle Tricks sind leider nicht möglich. Bei manchen Tricks stört auch dieser Haken hier. Und was ich eben schade finde, das Springlatch hält nicht mehr richtig, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Deshalb würde ich sagen, gehen wir wieder mal ins Warme, denn hier draußen hat es gefühlte minus 20.000 Grad. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ah, hier ist es doch wesentlich wärmer. So, ich habe hier die beiden Balisongs, einmal violett, einmal hier in weiß-orange, das Asimov. So, warum hält hier denn nicht mehr das Springlatch? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich mache das Balisong mal eben auf. Und zwar haben wir hier Pins und wie ihr seht, beim Schließen drücken sie hier das Material ein. Das gleiche finden wir natürlich auch außen, also hier und auch auf der anderen Seite. Soll heißen, im geschlossenen Zustand sind die beiden Handles jetzt ein klein wenig näher aneinander als vom Werkhaus. Soll heißen, das Latch ist hier quasi frei und hat nicht mehr den Widerstand. Soll heißen, wenn die beiden Handles auseinanderdrücken würden, dann würde das Latch auch nicht rausspringen. Ein weiterer Punkt, warum das Latch nicht hält, ist der Lack selbst. Also dieser Lack fühlt sich ziemlich rutschig an, würde ich mal sagen. Und sobald das Latch hier ein wenig gestört ist, beziehungsweise irgendwas hat, irgendein Problem, dann springt das sofort raus, beziehungsweise rutscht hier oben ab. Aber wie ist denn jetzt meine Meinung so im Allgemeinen?
Ich muss sagen, optisch sind die Teile wirklich der Hammer. Also, ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Und oh mein Gott, ich habe gerade einen Balisong mit zwei Händen geöffnet. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Bitte ignoriert es. Also, optisch richtig, richtig geil. Die verschiedenen Farben sehen wunderschön aus. Zum Flippen. Ja, einige Tricks sind richtig angenehm. Also, es macht schon Spaß. Zum Beispiel eben Full Twirl, Behind the Eight Ball. Solche Tricks laufen mit dem Messer richtig, richtig gut. Aber da die Balisongs gebogene Handles hier haben, sind einige Tricks eben unmöglich, wie zum Beispiel Joker Fan. Oder auch einfaches Fanning wird schon ziemlich schwierig, denn da dreht man ja die Handle in der Hand quasi so und ihr seht schon diese runde Bewegung. Also, das ist wirklich nicht angenehm. Deshalb würde ich auch sagen, für den absoluten Balisong-Neuling eignen sich diese Teile hier nicht unbedingt. Also man sollte schon einige Tricks beherrschen, vielleicht auch schon einige fortgeschrittene Tricks, denn dann machen die Teile Spaß. Aber so im geschlossenen Zustand und so im offenen Zustand liegen sie richtig toll in der Hand. Also da kann wirklich kein anderes Balisong mithalten. Durch die gebogenen Handles sind sie ganz einfach ergonomisch richtig, richtig angenehm. Eine Kleinigkeit, was ich fast vergessen hätte, und zwar dieser Haken hier und das hier, was auch immer das sein soll, eine scharfe Kante jedenfalls. Wenn man hier dran kommt, das spürt man, glaubt mir, das ist wirklich unangenehm. Diesen Haken hier spürt man auch, man klemmt sich das ein oder andere Mal ein. Aber alles in allem sind die Teile echt nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass sie schlechter sind. Was natürlich ärgerlich ist, nach ein wenig Flippen hat man hier schon diese Materialschäden oder Lackschäden auch hier. Hier beim Spring Latch geht auch schon ein wenig der Lack runter. Und hier haben wir eigentlich auch schon einen sehr großen Unterschied zwischen günstigen Balisongs und teuren Balisongs. Um es euch ein wenig besser erklären zu können, habe ich hier mal mein Bradley Chimera. Wie ihr seht, hier sind diese Ausbuchtungen schon gemacht, aber hier finden wir keinerlei Materialschäden. Also wie gesagt, diese Ausbuchtungen oder Ausfräsungen, wie auch immer, die sind schon von Werk aus so. Ganz einfach, damit die Pins hier reinkommen. Aber hier ist kein Metall eingedrückt und auch sonst nichts. Und bei günstigen Balisongs ist das eben der Fall. Also da haben wir gleich mal Materialschäden. Einerseits, weil das Material nicht unbedingt das Beste ist oder auch nicht richtig gehärtet wurde oder weil wir auch hier vielleicht eine etwas dickere Lackschicht haben. Das kann wirklich verschiedene Gründe haben. Ja, also so mein zweiter Eindruck. Die Teile machen Spaß, sie haben aber die paar kleinen Probleme, die dann doch ein wenig stören. Aber ich glaube mal, wer CSGO spielt oder auch allgemein der Farmen gerne mag, der ist ja wirklich bestens bedient. Also die Burghammer Balisong Trainer sind schon richtig toll. Und ich muss sagen, mir gefallen einfach diese Farben hier. Und weil ich bereits gefragt wurde, nein, die Klinge ist nicht scharf und ich glaube, das sieht man auch. Also hier haben wir keine Schärfe. Also ich kann hier wirklich
drücken und draufschlagen. Ich schneide mich nicht. Sie sind auch nicht spitz. Also hier abgerundet, gesetzlich völlig okay. Also ihr dürft die besitzen. Ob man sie anschaffen kann, das habe ich euch ja bereits in einem Video gesagt. Alles kann man anschleifen, theoretisch auch einen Löffel. Aber ich glaube, das wird hier nicht wirklich viel bringen. Also dann habt ihr so eine kleine Schneide von vielleicht 5-6 mm. Nee. Und zudem sieht die Klinge einfach so schon zu geil aus. So, das war aber jetzt mal mein zweiter Eindruck. Ich werde die Teile natürlich weiterhin testen. Vielleicht fallen mir da noch einige Dinge auf. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und wenn ihr Fragen habt, haut sie mir wie immer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben und einen Kommentar dazulassen. Und wenn ihr hier zum ersten Mal seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und klickt hier rechts noch für mein letztes Video. Habt einen schönen Tag, euer Dirty Cross. Ciao.